Guckmong Jungs und andere Notizbücher, in die ich niemals schreiben werde. Heute war es meine Berufung, fast alle Gangs zu besuchen und ihnen zu zeigen, dass ich ihr einziger Feind bin. Denn nur so kann man den Frieden in der Hood wiederherstellen. Sie brauchen einen gemeinsamen Feind. Anyway, wenn euch natürlich das Ganze gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und natürlich, meine Ballers haben in der Grove angefangen, Blood zu drippen und ich reibe sie jetzt mit Vargos ein, kommentieren. Ich liebe euch. Henry. Jungs, sehe ich eventuell cleaner aus als sonst? Ich weiß nicht. Ich habe die Kamera mal geputzt. Anscheinend muss man das machen. Aber erstmal hole ich mir einen gottverdammten Taxifahrer, du. Komm her, Alter. Eventuell bräuchte ich mein T-Shirt. Ein gutes altes T-Shirt. Ja, nein, eigentlich nicht. Ich vermisse meine lila Jacke eigentlich jetzt schon. Aber jetzt habe ich ein T-Shirt. Ist das nicht wundervoll? Okay, der hoffnungslose Romantiker. Warte auf ihn mit meiner Rose. Ah, der Herr. Hallo. Oh, 1000? Ich habe gerade keine 1000 dabei. Wäre schlimm für sie, wenn ich dann irgendwie im Nachhinein irgendwie das bezahle. Ich habe hier auch eine Rose für sie. Nee, alles gut. Ich küsse sie, Herz. Wo wollt ihr hin? MD, mir geht's nicht so gut. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr wieder die Beulenpest eingefangen. Mein ganzer Körper schwillt an. If you're going my way. Wow. Ich habe ihn nicht angestellt. Bitte vorsichtig. Meine Vorderzähne brechen leicht. Sie zersetzen sich schon sofort selbst. Ich putze nicht regelmäßig. Zahnpasta schmeckt grün. Doktor! Vorsicht, Blaulicht an hier! Wenn sie schon so ungehobelt fahren hier! Ja, der hat nicht mal das Maul aufbekommen, schlechter Arzt. Oh, mein Auto braucht. Das ist okay. Das Zeug von ihren guten Fahrkenntnissen. Ein guter Krieger hat auch viele Narben. Dankeschön, ja? Okay. Ciao, ciao. Oh, da ist sogar ein Fahrrad. Das ist schon irgendwie sexy. Ich sehe ja ein lila Auto. Riecht ballermäßig. Moin, moin, Homie, was geht? Alles gut bei dir? Ich hab nichts. Ich hab nur ein Fahrrad. Ich bin ein Obdachloser. Bruder, ich würde dir empfehlen, ganz schnell aus dem Ghetto rauszugehen. Nein, ich wollte sowieso genau zu euch, weil ich habe gehört, die Ballers sind voll die Korrekten. Ja, sind wir auch. Ich wollte eigentlich ganz kurz noch ein Foto für meinen Freund schießen, wenn es in Ordnung ist. Kannst du kurz eine Waffe auf mich richten? Nee, Bruder, kann ich leider nicht. Sorry. Ich glaube einfach nicht. Ich werde dir nichts gegen das. Ich weiß, dass du dich schießt, weil ich vertraue dir, weißt du, wie ein Freund. Also. Geh einfach mal nach vorne und frag. Okay, dann mache ich das mal. Ja, der war natürlich scheiße. Wer will denn nicht auf mich zielen? Baller, nein, Grove, Hilfe! Ja, schnappt ihn euch! Baller ist die Gang! Bist dich, Baller ist die Gang! Grüner Ampelmann hier. Ja, Jungs, genau so ist es. Genau so. Hey, alles gut. Ich bin ein Obdachloser, ja? Was sind das denn so? Hallo, Sir, ich höre Sie nicht. Hören Sie mich? Okay, ganz ruhig, ja, ich wollte nur eigentlich... Henry, komm, ja. Komm kurz. Okay, ich wollte nichts Böses. Ich kenne dich von Stadt 2 früher. Digga. Okay, ja gut, dann ich suche mir eine andere Gang, aber trotzdem was korrekt, ne, sympathisch. Willst du noch einen Abschlusssatz sagen, irgendwas? Bones Yagami und Top. Kieres? Absolut, Bones Yagami und Top, das will ich genauso. Ich glaube, sehr wahr. Hey, leider, Digga, das ist die einzige... Oh, das ist die Gang, du! Oh, okay, nein, boah, das ist nicht die Gang. Flucht! Oh, Dankeschön, Jungs, ich werde euch das niemals vergessen. Alles klar, ich werde es euch vergessen. Der hat mich umgebracht für Zigaretten. Ah, 2 Minuten warten ist in Ordnung. Ey, hat einer von euch Boys eventuell ein schönes Fahrrad für mich? Dein Ammo hat ein schönes Fahrrad für dich. Sieht aus wie Harry Potter, du. Harry Potter hat doch nicht so eine lange Nase. Schneid dir die Nase ab, siehst du aus wie Lord Voldemort. Mein Arsch sieht aus wie deine Kleidung. Ja, aber wie bleibst du jetzt aber drin? Ja, natürlich muss gebleached werden, hallo? Und dein Ammo muss gebleached werden. Das ist ein Ammo, Digga. Ich spreche die Sprache nicht, sorry. Ist mir zu politisch. Weißt du, du willst nur normal nach einem Fahrrad fragen, aber eventuell so kostet ja nicht viel. Und die Leute sind böse und gemein und wollen mich Nazi nennen. Moin, Kollege. Ich habe gehört, die MG13 ist voll korrekt. Meinst du? Ja, ihr seid ja MG13, oder habe ich mich vertan? Nee, wir sind das, ja. Also, ich bin in der Marabunta Grande Gegend. Das ist absolut euer Gebiet. Ich verweige es, andere Namen zu nennen, weil die sind sowieso fake vom Staat. Und wir alle hassen den Staat. Willst du dich bewerben hier, oder was? Actually, ich wollte eigentlich ein bisschen reinschnuppern, so. Schau, wie die Atmosphäre ist, weißt du? Ja, warte, komm. Nee, ich bin cool, ich muss gehen. Weißt du, ich habe ja gehört, es gibt sehr viele Geldoperationen, die wir hier durchführen, wisst ihr? Ich bin für sowas genau der Mann. Ich bin halt ein Top-Scharfschütze, Top-Pistolenschütze, wisst ihr, Revolverheld. Ja, und du bist dir ganz sicher, dass du nicht im Schulden oder so bist, ja? Wieso sollte ich? Nein. Aber ich verstehe deine Sorge, ja. Wie viele Jahre bist du denn alt hier auf dem Start? Also ich bin gute 6 Jahre, aber ich glaube, mein Skill im Schuss wird euch schon überzeugen eventuell. Wie sieht's eigentlich aus? Gewinnt ihr eigentlich oft die sogenannten Events? Im BS sind wir eigentlich immer ganz gut mit dabei. So Top 3? Ja, safe. Ich würde uns zu Top 2 bringen, ich sag's euch ehrlich. Haben Sie denn Waffen dabei gerade? Gerade nicht, keine Sorge. Sonst hätte ich gesagt, könnten wir uns ja einmal auf der Straße bewegen. Ah, Digga, das will ich dir nicht antun, ich sag dir ehrlich. Das ist eine Niederlage, von der erholst du dich nicht. Wenn ihr wollt, können wir einfach ein bisschen so irgendwo hinstellen, eine Pfeife rauchen und einfach über das Geschäft quatschen, wenn ihr wollt. Also wenn du eine Pfeife hast, kommen wir lieben gerne mit. Ich mach das Lagerfeuer, die Pfeife spendiert einer von euch. Hast du denn irgendwo ein Anwesen? Nein, aber wir könnten uns irgendwo hinsetzen persönlich. Hi, Mr. Finger, auf mich zeigen da. Wie bist denn du eigentlich so im Schussgefecht? Ich bin halt erst so seit 2 Monaten generell im Start, aber schießen finde ich eigentlich gar nicht ganz gut. Ja gut, aber wahrscheinlich halt nicht so gut wie ich. Aber das ist okay, weil
ich bin halt wirklich ein Schwitzer, wenn es darum geht. Ja, also Bruder, wenn du sagst, du kannst schießen, das freut uns. Ich werde hier den OG noch übertreffen, ich sag's dir ehrlich. Der ist dir richtig selbstbewusst. Gott hat mir eine AK in den Ader reingesetzt. Ich werde den von Marabunta aus so sehen austreten lassen, weil er einfach sich schämt, sich wiederzuzeigen. Okay, reicht, Bruder, reicht. Wir haben verstanden. Ja, ich will es ja nur, dass ihr alle Bescheid wisst. Warte, wie hast du mich gerade eben genannt? Henry. Du widerlicher, kleiner, dreckiger Hund, ich kann das nicht. Das war so gut, ich bin hier so lang gestanden. Nein, ich werde in den Tod schwimmen. Es gibt niemand, der mich aufhalten kann. Ich glaube, ich kenne dich. Win, ich kenne dich doch, Bruder, ich kenne dich. Hallo, bleib mal da. Ich habe keine Lust auf frische Luft mehr. Leben hat keinen Sinn, du hast mir alles ruiniert. Ich muss mir eine neue Gang suchen. Digi, hast du noch irgendwelche letzten Worte, bevor du natürlich ein Like auf das letzte Video da lässt? Warte, bin ich in deinem Video oder was? Eventuell. Bester Mann, Digga. Letzten Worte sind Grand Happy auf die 1 oder so. Alright, alright. Ich lass dich gut aussehen. Henry auf die 1. Henry auf die 1. Henry auf die 1. Also, Jungs, welche Position nehmt ihr beim Kacken ein? Entweder die hier, ich schau gerade auf mein Handy, ja? Der Nachdenkende oder der absolut am Boden zerbrochene? Welche ist es? Sind Sie Astrologe? Sah mir ein bisschen so aus wegen diesen Umhängegurkte um Ihren Mantel, wisst ihr. Ist für einen Blindenhund oder so? Uff. Alles klar, damit hat sich meine Frage geklärt. Dankeschön, schönen Tag noch. Der Drip steht Ihnen nicht, Sie sollten sich umziehen. Wann muss das gesagt wurde? Wir sind hier so viel. Oh mein Gott, ich kann hier gar nicht hin, ohne direkt abgeschossen zu werden. Ah! Digga, was habe ich getan? Oh, da liegt schon einer. Das ist ja schon ein positives Zeichen. Hallihallo. Ja, was gibt's? Ich wollte fragen eigentlich, ob man so ein bisschen reinschnuppern kann, wie die Leute und so alles sind, ne? Bist du auf einem anderen Kollegen? Ich bin abgeballert! Warum schießen sie immer auf den Dude, der genau nicht wie Vargas aussieht? So, eventuell jetzt nochmal, hallo? Ah, warum? Warum ich? Ich mach doch gar nichts! Ich bin wieder zurück zu MG13. Die waren nett. Oder zu Ballers. Die waren auch nett. Geh mal weg, du Schuss, Alter. Verpiss dich. Nehmt keine Drogen, Kinder. Sonst seid ihr immer noch wie der da. Ist es normal, dass ich Munition für Sturmgewehre einfach im Krankenhaus liegen? Hier, gratis Munition für Sturmgewehre. Ja, ja. Meine jetzt. Pech gehabt. Welches ist das? Ist das das teuerste? Jetzt hab ich's gemietet. This is how you remind me. Hallo? Jungs? Ich habe eine Rose mitgebracht. Ah, hallo. Okay. What happened, Rick? I thought you weren't a good guy anymore. Ain't that what you said? What happened, Rick? I thought you weren't a good guy anymore. Ain't that what you said? Even here right now, you ain't gonna fight for it. I'm a better father than you, Rick. Aber man. Ich bin gerade in einer Brawl Stars Runde. Was ist denn Brawl Stars daher? Ein Handyspiel. Ist das die coole App, die so jeder spielt? Ist das Po von Kung Fu Panda? Was steht denn da unter ihren Notizen? Aha, masturbieren auf Tigris in Brawl Stars. Okay, das ist ganz schön weird von ihnen. Könntest du mir einen Gefallen tun? What happened, Rick? I thought you weren't a good guy anymore. Ain't that what you said? Even here right now, you ain't gonna fight for it. I'm a better father than you, Rick. Was willst du das jetzt machen? Ich habe $1 Million als schwerer Dude irgendwas angeboten, damit ich das mache. Ach so. Ja, das war ganz simpel. Jetzt habe ich ein bisschen viel Geld gemacht. Dankeschön. Ich bin reich! Ja, ja, ich hol's aber erst ab. Nimm mich mit. Wohin willst du genau? Da, wo du dein Geld abholst. Ah, aber ich glaube, du wirst das eventuell nicht ganz mögen, wo ich hinfahren muss, wer mir das angeboten hat. Das ist eventuell ein bisschen nicht so dein Freund, weißt du. Sie Knuspertoast? Was für Knuspertoast, Digga? Fahren wir zu den Ballers? Natürlich fahren wir zu den Ballers, die haben mir das angeboten. Oh, die sind hier nicht hier. Ja gut, aber dann ist das alles ein bisschen in die Hose gegangen. Well, well, well. Sorry. Es tut mir sehr leid für ihn, aber ich bin ein Bösewicht manchmal. Vorsicht, Sir, mit dem Scooter kann hier nicht jeder fahren hier. Soll ich Ihnen helfen? Ja. Was denn? Deswegen. Au, Sie sehen ein bisschen alt aus. Es tut mir leid, wenn ich mich irre, aber sind Sie ein bisschen älter? Ja, ich bin sehr alt, ja. Soll ich Ihnen irgendwie über die Straße helfen? Ja, nee, aber Spaß beiseite. Machen Sie die Battle Pass-Aufgaben wöchentlich? Sowas kannst du nur, wenn du keine Battle-Aufgaben wöchentlich machst. Das Spiel hat sich geschlossen. My car is gone. Hey, yo. Wie aus ist? Es geht. Wie was geht? Boah, warum direkt eine aggressive Stante gehen, hä? Was hab ich dir getan? Böse. Bleiben Sie ruhig, bitte nehmen Sie Ihr Handy, Dü. Handy, Dü. Ein Einschlag gegeben, das Kind kriegt direkt hier seinen Schwitzerkomplex, Digga. Entschuldigung, Sir. Wurde so in der Regio gepackt, oder nicht, hä? Ah! Solange Sie kein Fußballfan sind, ist ja alles gut. Nein, ich bin kein Fan von Fußball. Oha, bitte einmal vom Fahrzeug untersteigen, ja? Machen Sie das nochmal, sehen Sie sich in einem bestimmten Kittchen wieder daher. Kittchen? Ah, was ist denn ein Kittchen? Sorry, Bra. Bro, du gehst jetzt da runter, komm. Bessere Chance. Oh, Sir, das war. Okay, das war illegales Eingreifen. Wollte nur ein Fahrrad. Fahrrad gerippt, oh! Ich ripp dich gleich. Ah, okay, langsam reicht auch. Mein Fahrrad, Kollege. Nein, auf, du bist nicht schlecht. Mein Fahrrad. Ich brauche es wirklich. Nein, ja. Ich brauche es. Du kommst du nicht. Komm schon, komm. Bleib hier. Nein. Warum ich, Digga? Ich hab das Fahrrad nicht mal. Oh, fuck. Ich sterbe langsam. Langsam und qualvoll. Ich brauche das Fahrrad wirklich. Dann suche ich mir halt jetzt einen. Ich muss mir einen suchen, Sir. Okay, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Sir, ich fahr vorwärts. Oh, scheiße, ist das krank. Komm mal her. Was mischt sich der Hund jetzt da links ein, Digga? Du hast ein schwarzes Auto, Digga. Tu nicht so.
Das ist schade. Boah, er ist ein Ehrenmann. Danke, Digga, nimm das Fahrrad. Das sehe ich ein, Digga. Das ist so ein Ehrenmann, der hat's verdient. Aber du hingegen, ja? Du bist ein Stück Scheiße und ich hoffe, du bildest dir schön was drauf ein, Digga, damit dein Leben dich da schön runterzieht und du richtig spiraltief irgendwo richtig auf den Boden auflandest hier. Ha? Steig du ein. Bam, bam, in deine Fresse. Okay. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin euer Helden Goki, ansonsten bin ich raus für heute. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Box.